Hallo, ich bin Heidi Sand und ihr seht StuGiTV. StuGiTV, deine Stadt, dein Sender. Hallo und herzlich willkommen zu StuGiTV trifft. Ab sofort könnt ihr euch im Kino den Film Everest anschauen. Hey, wie geht's? Ich bin Beck. Doug Hansen. Was machst du, wenn du nicht kletterst, Doug? Ich trage die Post aus. Der erste Postbote auf dem Everest? Das hoffe ich. Das gefällt mir. Es ist eine Menge Bergerfahrung in diesem Raum versammelt. Ohne wärt ihr nicht hier. Aber der Everest ist der gefährlichste Ort der Welt. Heidi Sand war 2012 schon einmal auf dem Mount Everest und ist den höchsten Berg der Welt auch wieder heil heruntergekommen. Sie stand deshalb dem Filmteam bei den Dreharbeiten mit ihrem Fachwissen zur Seite. Menschen sind schlichtweg nicht dafür geschaffen, auf der Reiseflughöhe einer 747 zu funktionieren. Unsere Körper würden buchstäblich sterben. Die Frage ist also, kriegen wir euch rauf und wieder runter, bevor das passiert? Sie haben ja den direkten Vergleich. Film und Realität, wo sind denn die Unterschiede? Gut, der Film stellt manche Sachen sehr, sehr gut dar. Also ich bin Bergsteigerin und keine Schauspielerin. So sage ich auch, sind Schauspieler natürlich keine Bergsteiger. Szenen, die dort gedreht wurden, kommen richtig gut rüber von der Landschaft her. Was man bemängeln kann, man sieht im Film ganz oft die Bergsteiger ohne Sonnenbrille rumlaufen und ohne Mütze. Und das passiert am wahren Everest praktisch nie. Wie aufwendig waren denn die Dreharbeiten? Also ich habe zum Teil das Filmteam mitgekommen, aber die waren ganz, ganz zurückhaltend. Hätte sich nicht irgendwann rumgesprochen, dass da ein Film gedreht wird, hätten wir es gar nicht mitbekommen. Man hätte auch denken können, es sind Bergsteiger, die sich besonders viel Mühe geben mit Fotografieren und Filmen. Wer den Mount Everest besteigt, der hing bestimmt schon von Kindheit an in den Kletterseilen. War das bei Ihnen auch so? Also ich habe das Bergsteigergehen bestimmt mit in die Wiege gelegt bekommen. Meine Oma hat mit 90 noch eine Skitour gemacht. Meine Mutter hat sich erst letztes Jahr zu ihrem 70. Geburtstag gewünscht, dass ich mit ihr auf den 4000 Meter Höhen Mönch steige. Das haben wir dann auch gemacht und ein Drei-Generationen-Projekt drangehängt. War eine lustige Geschichte. Also das Virus wurde mir bestimmt in die Wiege gelegt. Und wann und besonders warum wagt man sich dann an die 8000er? Das war bei mir 2010 ein Schlüsselerlebnis. Ich war auf dem Mount Denali, dem höchsten Berg Nordamerikas, und fühlte mich pudelwohl. Ich war hier in meinem Element und fühlte mich bärenstark. Aber schon beim Abstieg hatte ich starke Magenkrämpfe und die Schmerzen wurden immer stärker. Ich musste zum Arzt. Die Diagnose war Darmkrebs im fortgeschrittenen Stadion. Diese Diagnose bedeutete auch 6 Monate lang Chemotherapie. Während dieser Zeit wurde mir relativ schnell klar, ich brauche wieder ein Ziel, für das es sich lohnt zu kämpfen. Und so langsam entstand eine Vision in mir. Mehr und mehr verdichtete sich in mir ein Traum, der wahrscheinlich schon lange in mir schlummerte. Wenn ich das hier überlebe, will ich auf einem 8000er stehen. Und dann war es eigentlich letztendlich die Familie, die entschlossen hat, Mama, wenn du schon auf den 8000er willst, dann machst du gleich den Everest. Und was ist das Wichtigste für so eine erfolgreiche Gipfelbesteigung? Viel Training, viel Ausdauertraining, viel Krafttraining, mentale Stärke und ein Quäntchen Glück. Im Film Everest geht es um die wahre Geschichte einer Bergsteigergruppe aus dem Jahr 1996, die bei ihrem Abstieg von einem Schneesturm überrascht werden. Dadurch wird ihre Bergtour zu einem Kampf um Leben und Tod. Da ziehen Wolken aus dem Tal hoch, sieht übel aus. Oh nein. Der Mount Everest wird ja auch als der gefährlichste Ort der Welt beschrieben. Wie gefährlich ist er denn tatsächlich? Er ist wirklich einer der gefährlichsten Orte der Welt. Es gibt technisch gesehen natürlich viel, viel schwerere Berge als der Mount Everest. Er ist technisch lang nicht der schwierigste Berg, aber das Ganze drumherum, die Höhe ist definitiv die absolute Herausforderung am Mount Everest. Und er ist wirklich nicht zu unterschätzen. Und was war das Schlimmste oder Gefährlichste, das Ihnen je bei einer Bergtour passiert ist? Immer wieder, wenn ich Leute treffe, andere Bergsteiger, die ihr Ego zu sehr in den Vordergrund stellen und dadurch sich selbst und viele andere gefährden. Vom Wetter wurden Sie aber noch nie überrascht?
immer rechtzeitig umgekehrt. Einen Regenschauer sind wir schon oft reingekommen oder in ein Gewitter. Und was machen Sie sonst, wenn Sie nicht gerade auf Berge steigen? Viel Kunst. Ich bin Bildhauerin und trainieren. Jetzt noch eine letzte Frage. Was soll die Zukunft bringen? Was macht jemand, was hat jemand noch für Träume, der schon einmal auf dem höchsten Berg der Welt war? Oh, da gibt es noch ganz viel. Die Liste ist endlos lang. Für dieses Jahr stehen noch interessante Dinge in den Alpen an, die ein oder andere Nordwand. Dann im November gehe ich nach Ecuador und ein ganz interessantes Projekt, ein Klimaschutzprojekt 25-0 ist im Dezember in Ecuador, passend zur Klimaschutzkonferenz in Paris. 25-0.com, ganz interessantes Klimaschutzprojekt. Das klingt auf jeden Fall gut. Vielen Dank für die Antworten und das Gespräch. Und das war's von uns. Bis bald, macht's gut.